Na, da räumt vor uns den Weg frei, wenn er vorne irgendwo durch die Asphaltdecke bricht. Das kann passieren. Das war eben voll unterspült, die Straße. Und Wasser drauf. Schon zur Hälfte. Biegen alle links ab über die Brücke. Ist das geil. Wir wollen auch. Alles Hochwasser, der Rest. Und der war's weg. Und das an einem Sonntag. Wohlgemerkt, es ist Sonntag. Bei mir auch. Ist ein Damm gebrochen oder was ist das da? da ist ein Fußweg da vorne. Ja, das war mal ein Fußweg. Das war mal eine Fußgängerbrücke. Das war mal eine Fußgängerbrücke. Das war mal. Scheiße. Kommen wir nicht mehr rüber. Ja, in Gummistiefeln würden wir vielleicht nach euch kommen. Ja, Schrittgeschwindigkeit nur noch möglich. Ja, klar. Wasser hat eine sehr starke Kraft. Wir haben den Schleusenvorgang, das war mal eine Schleuse. Ah, das ist eine Schleuse? Ja. Nein, wir haben eine Panke. Wir haben eine Panke. Das ist eine Schleuse. Mhm. Hier können wir nicht mehr lang fahren. Da ist die Schleuse und wir fahren immer zum Leerverstand. Übel. Guck mal, das Gasthaus ist dunkel. Ich sehe, dass das Gasthaus dunkel ist. Ragt der Weserstein eigentlich überhaupt noch aus dem Wasser? Ja, die Garage. Stehen Warnblinklichter. Man hat bestimmt hier eine Tiefe auf der Straße von über einem Meter. Ja, guck mal da, die Wagen sind schon da drin. Aber wie kommt die da durch? Ja, du kannst praktisch nur noch von dem. Hier der Zaun, der Zaun, ist in den Zaun. Die Gärten durch musst du dich hangeln, zu dem anderen Haus zu kommen. Das Haus steht im Wasser. Sind die da hingekommen? Ja, jetzt müssen wir mal aufnehmen. Hey, schönes Abendrot. Da ist noch ein Stück Gelände hier.
Schöne Aufnahme. Betriebsgelände benutzen und betreten verboten. Ja, hab doch. Ich weiß, dass es steigt. Komm, lass uns mal zum Meer steigen. Ja. Kamera macht noch Bilder. Noch. Ja, genau. Ja, es gibt die Dielen, geben etwas nach, aber hier, guck hier, Parkverbot. Die haben nur Angst, dass die Tür noch mit Baumstämmen rammeln kann. So hoch wie die oberste Latte ist, so könnte das Wasser auch hochsteigen. Ist über den Container noch. So, Kassler Schlagt, Hotel an der Rathausfläche, Hotel zu Fulda, Bahnhof Rathaus. Ja, hier sind Wegweiser. Nun ja. So, 30 Minuten Kurzparken von montags bis Freitag 9 bis 16 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr. Und der Stein ist, glaube ich, ganz unter Wasser. Oder kann ich ihn hier vorne irgendwo sehen? Krass. Ja, da vorne ist der Stein. Ich sehe den Stein. Ich sehe den Stein, wo etwas Weißes da ist. Gerade so sehe ich den Stein. Ne, wenn die Leute es nicht sehen, klappt es auch keiner. Heftig. Das Treppengeländer mündet im Wasser. Hier ist auch nur 30 Minuten parken erlaubt. 30 Minuten parken ist hier erlaubt. Das sind die Bretter voll. Die Kneipe ist alle unter Wasser da unten. Alles, die Keller alle voll. Die haben hier beide in Sicherheit gebracht. Also ich glaube kaum, dass diese Schenke, wenn die plötzlich viele Gäste kriegt, dass die trocken geht. Hier. Ja, ich bin auch hier fertig. Oh wei. Die können doch gar nicht mehr zu ihren Häusern jetzt. Ich frage mich generell, wie die da noch hinkommen. Da ist Licht. Du kommst doch hier nicht durch. Nein, aber vielleicht. Ja. Herzlich willkommen in Hahnmünden. Zum Weser, Parkplatz zum Weserstein. Was ich wirklich mal sehen würde, wie der obere Rand vom Weserstein noch so zu sehen ist. Das ist bestimmt witzig. Den Weserstein habe ich sogar gefilmt, der ragt nur noch ein ganz kleines bisschen aus dem Wasser. Ja. Da oben läuft noch einer in dem Haus. Ja, die gehen alle nach dem vorderen Haus, durch die Gärten.
Da war doch noch ein Steg, die Insel, nach vorne. Hier hinten kommt die noch Insel. Der Postkasten. Das ist wie am Wattenmeer hier. Wenn Flut ist, kommst du nicht mehr am Postkasten. Und eine Salztruhe. Oh, ich kann mit dem Schlauchboot fahren. Ich weiß, dass man jetzt hier Schlauchboot fahren kann. See entstanden. Ist das hier eine... Nee, das sind Jalousien. Da hinten steht aber noch ein Auto. Das kommt immer weg. Das ist eingeschlossen. Ganz da hinten steht ein Auto. Ah! Wenn das Wasser weiter steigt, ist es das morgen im Wasser. Dieses Auto. Ganz hinten, wenn du es ranziehst. Warte. Muss ich hier anstellen, wo ich stehe. Da ist ein Auto, ein schwarzes. Ja, ich sehe es. Oh oh. Das war's. Das Wasser steigt, das Auto weggeschwommen. Ja, deswegen habe ich mich ja noch umgefahren. Ich stehe zwar jetzt in der Mitte vom Transfer, aber willst du nicht mehr nach vorne? Und der ist da vorne. Vor dem Audi sogar. Wie heißt das Dorf, was hier weiterkommt? Steht's Wasser. Der muss ja da drinnen schwimmen, wenn der reingeht. Der hat ein Boot da drinnen jetzt. Weil das untere Geschoss ist. Der muss ja hochgehen. Der Ach, steht ja bis hierhin mit den Gummistiefeln. Nee, Gummi reicht gar nicht mehr. Der wartet da durch, durchs Wasser. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen am Waterworld mit den Stegen. Das war vom Dach. Hast du gefilmt? Warte. Diesen Hauseingang da unten. Ja, habe ich. Ist doch beleuchtet. Habe ich eben gerade. Und da fahren schon die Boote an der Häuser. Da steht schon ein Boot. Eine Schüssel. Das ist die Schüssel. Ja. Und da unten an sein Haus, wenn das hier wegkommt, ne? Ja. Wenn das steht, ja. Dann wenn kommt der nicht mehr. Wenn das Wasser weiter steigt, geht die Tür nicht mehr auf. Wohnung zu vermieten, Telefon, bla bla bla. Übel. Hier wird ein Damm gerade gebaut. Hier wird ein Sandsackwall gebaut. Sandsackmauer wird gebaut. Einmal war es schon hier. Einmal. 95. Das Jahrhunderthochwasser. Ja, war hier. 95. Also die haben gesagt, das Wasser soll noch 80 cm steigen. Aber einmal habe ich schon gesehen hier. Hier, genau hier. Kommt da nicht steigen. Schlimm. Das ist noch gut. Heftig. Das steigt. Steigt er wie Sau. Ich denke mal, dass hier ein Teil der Autos auf hier rumfällt. Dann müssen die irgendwann raus. Ja, die werden irgendwann früher oder später werden sie evakuieren, aber sonst kommen die aus den Türen ja nicht mehr raus. Sonst kommt es nicht zu Also da hinten waren wir oben, da ist ja so ein Stegetausch. Und da geht der Mann, der hat sich gemacht, runter mit seinem Haus, ist ein halb voll Wasser. Also wenn es geschafft ist, muss er ja auf die Tür und den Das ist nicht mehr feierlich, Leute, hier. Also ca. 12 cm pro Stunde steigt das Wasser. Boah. Und hier wollen wir mit auch nochmal hier. Wann wird ungefähr der Hochwasserscheitel erwartet? Ich dachte, dass der heute noch kommt. Vor 24 Uhr. Das steigt zusehends, ich sehe das hier richtig.
Ich sehe die, guck mal, wie das hier reindrückt. Die Fliesen. Ach du Scheiße. Ja. Hier, guck mal auf die, guck mal da auf die. Wir sind halt mit dem Sandsteinsockel und sie haben in Keller 1, sie haben den Start gelegt und das hochgestellte Ziegel, da sind wir dann drin. Und außerhalb müssen wir das machen. Also ich denke immer auf Fundamente, dass die Häuser noch abgeschlossen sind. Komm einfach lang, da zieht die Hose einfach. Ah, wenn man so neu kommt, ist die Sauce. Der Mond scheint. Wie schnell ging das denn? Also, wir reden extra leise. Ach so, nee. Dass wir sie nicht hören. Ist aus. Also, eben haben wir noch bis vor der Laterne da vorne. Da haben wir gestanden, vor einer halben Stunde. Aber auf der Mitte, auf der Mitte. Auf der Mitte, da haben wir die Plane hingelegt. Und jetzt, ne? Jetzt ist schon 200 bis an der Plane. Ist das hier immer so, wenn du was? Nein. Nee. Nee? Das war vor über 20 Jahren das letzte. In 95 sagen die Leute, wäre das letzte Mal gewesen. So hoch wäre es noch nie gewesen, jetzt die letzten 15 Jahre. Heftig. Stahltür aus gesehen, die war sogar mit so und so viel Bar war die berechnet, damit die nicht eindrückt. Und die war nach diesem Regen komplett deformiert. Das war nur noch ein Wasser. Ein Knuddel. Das ist schon sehr beeindruckend. Oh, die warten da hinten auch durchs Wasser. Ich weiß auch nicht, was die Autos hier noch machen. Ja. Der ganze Weg ist blockiert. Wir als Fußgänger können uns in jede Ritze reinmachen. Hier, die Autos hier. Rettungsweg zur Hälfte blockiert. Ja. Der Sandwagen ist da. Oh, jetzt um die Karte. Der muss rückwärts rein, ja genau. Der muss erstmal weg. Behindern sich gegeneinander, die zwei Sandbahnen. Du sollst ein bisschen aufpassen, Mensch. Ja, ja. Wir machen uns in den Eingang, wenn hier vorbeigefahren wird. Dann habe ich es in der Wohnung drin, ne, wa? Ja, ich sehe es. So, ich baue mich hier schon die Treppe. Thank you.
Ja.